Hi, na, willkommen. Wir gehen jetzt in den Diktatunnel. Da habe ich jetzt richtig Lust zu. Machen wir. Ach, wenn ich da überhaupt durchkomme. Darf ich das überhaupt? Kann ich diesen Zerschneider schon einsetzen? Natürlich kann ich das. Ach ja. Na, wer bist du denn? Bist du der Chef hier oder was? Wie er da so rumläuft. Ich bin ein bisschen blöd und ich bin ein Pantimos. Okay, 148 Pokebälle. Das geht vielleicht. So. Ich habe einfach auch keine Ahnung, wie ich den jetzt von da treffen soll. Ich weiß das nicht. So. Was heißt denn hier auch zielen? Ich bin... Hilfe. So. Ja, ich möchte mir das Tutorial nochmal an. Richte deinen Joy-Con horizontal in Richtung des Pokéballs auf dem Bildschirm aus. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um zielen auszuwählen. Ja, okay. Habe ich jetzt. Schwinge nur den Joy-Con, um einen Pokéball zu werfen. Achte immer auf deine Umgebung, wenn du wirfst. Ja, ich habe jetzt legitim nach links geworfen. Es ist einfach nichts passiert. Ziele in die Mitte des Rings. Es ist einfach... Ja, ihr... Es ist einfach so schwer. Ich kriege es nicht hin. Ich bin da echt zu dämlich für. Ich gebe es zu. Wenn die so ein bisschen hin und her hüpfen, kann ich das einfach nicht. So, jetzt werf ihn nach links. So ein bisschen. Ach. Hüpf nicht so kacke rum, na du Affe. So, jetzt... Ich habe nach links geworfen. So. Ja. Man weiß ja auch nicht, ob man von unten nach oben oder von oben nach unten werfen soll. Oh Mann, ist das kompliziert. So, 177 Erfahrungspunkte. Das ist schon mehr, als wir bei Trainerkämpfen auf der MSN gekriegt haben. Ach, Risikotackle, erzähl doch nichts. Nee. Das ist mir zu risikoreich. Pantimos habe ich in der Box gelagert. Das ist in Ordnung. Dann holen wir uns jetzt mal einen Dickter. Nein, du darfst hier nicht lang, weil ich hier ein doofer Typ bin. Ich bin schwer beeindruckt. Dickter soll in diesen langen Tunnel gegraben haben. Ja, sagen alle, aber das stimmt nicht. Ach, guck mal, da sind die. Schmierfink. Oh, es war so ein Dickter. Ach, der randaliert jetzt schon von Anfang an. So eine Sache machen wir hier nicht. So, ich versuche jetzt mal, warte mal. Ich habe mal von unten nach oben geworfen. Ja. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich auf die Mitte des Rings zielen soll. Ich mache hier alles. Und, naja. Ich hätte gerne mal so einen richtig geilen Übungssimulator. So ein bisschen wie Link's Crossbow-Training. Nur mit Pokebälle werfen. Dickda ist ein Maulwurf-Pokémon, 0,2 Meter groß, 0,8 Kilo schwer und Dickda bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf, kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein. Dickda, Dickda, Dickda. Oh ja, ein wildes Dickda erscheint. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er sagt mir ja, ich soll von oben nach unten schießen. Ja. Habe ich jetzt. Naja. Ich werde meine Verwirrung demgegenüber wahrscheinlich nicht mehr weiter zum Ausdruck bringen, weil es euch ja irgendwann dann auch anfängt zu nerven. Dann lasse ich es einfach sein. Aber ansonsten ist ja eigentlich alles ganz cool hier, oder? Ja, Fangserie 2, weiter so. Natürlich. Ich werde sie direkt unterbrechen. Ey! Die Dickter waren in letzter Zeit etwas übereifrig und haben so viele Löcher gegraben, dass man den Tunnel nicht mehr sicher durchqueren kann. Wir füllen die Löcher gerade auf... Aber es wird noch eine Weile dauern. Warum vertreibst du dir nicht die Zeit in der Arena von Orania City? Das habe ich mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Ich wusste es nicht, aber ich habe es mir gedacht, dass ich nicht einfach hier durchlaufen kann, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, mach erst die Arena und dann sehen wir hier weiter. Es ist Pokémon, Leute. Sehen wir mal den Tatsachen ins Gesicht. Wenn ich jetzt da oben gehe und versuche, die Dunkelhöhle zu durchqueren, wird da auch jemand stehen, der sagt, nein, da gehen wir jetzt nicht weiter. Soll ich es einfach mal riskieren? Soll ich einfach mal da hingehen? Ich weiß, wir müssen jetzt eigentlich erst die Arena machen, ne? Aber ich werde jetzt erstmal nach oben gehen und das machen. Weil ich das nämlich jetzt selber für mich mal herausfinden möchte. Ich weiß auch genauso wie ihr, dass es eine totale Zeitverschwendung sein kann. Aber ich möchte es einfach mal, riskieren. Ich meine, warum nicht?
ist natürlich auch geil, dass ich hier... Ich hätte gern ein Fahrrad. Ey, wie soll das auf dem Fahrradweg gehen, wenn man kein Fahrrad hat? Ja, schwing dich doch auf Akani, aber nein! Ich will kein Akani im Team haben. Ich will einfach nur auf dem Ding da fahren können. Ich meine, das ist ja genauso schlimm, als wenn du eine VM-Schleuder hast. Nein, noch schlimmer. Du hast jetzt eine VM für ein Fahrrad. Das ist noch ein Schritt weiter. Kann ich nicht gutheißen an der Stelle. Machen wir nicht. Fahrrad-VM, ey. So weit ist das schon gekommen. Dabei haben die mit Pokémon Sonne und Mond so einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Von wegen, nur diesen Sträuch könnte man mit meinem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Spaltschnitt einsetzt? Ja. Wo's, guck mal hier, du brauchst noch nicht mal VM-Zerschneider. Das haben die auch alles weggenommen. Aber du brauchst VM-Fahrrad. Du hast dein Pokémon dabei. Jemand wie du ist eine leichte Beute für mich. Aha. Wollen wir nochmal sehen hier, wie das aussieht. Leichte Beute. Das ist einfach auch Quatsch. Amelie. Liebe Picknickerin. Aha. Mein Evoli hat eine Mütze. Jetzt kommst du. Eigentlich ist Mütze gar nicht mal so schlau, weil damit federe ich den Stoß von der Kopfnuss einfach auch ab. Macht nicht so viel Sinn, ne? Bangs! Also ich würde mir freuen, wenn ich einfach die Höhle nicht durchqueren kann, weil ich Blitz nicht habe. Das wäre ja vielleicht in Ordnung. Aber wenn da jemand steht, der sagt, nein, 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 hast du schon die VM Blitz? Nein, dann darfst du hier nicht weitergehen. Denn ich erinnere an viele Runden, wo ich das einfach gemacht habe, ohne diese VM zu besitzen. Ich meine, es geht. Es geht definitiv. Okay, Duflor, Pokémon wechseln. Ich will nicht immer nur das gleiche benutzen, ehrlich gesagt. Nehmen wir mal einen Exenboy raus hier. Ich habe ja gesagt, ich will den nicht benutzen, aber es ist einfach auch das einzige Feuer-Pokémon, was ich habe. Och Mann, das macht die Sache immer so ein bisschen kompliziert. Für mich, das sind so Probleme, die man sich alle selber macht. Ah, na gut, ich drücke mal auf Kampf und zünde mal die Blume an. Ja. Die Blume brennt ja auch nur, weil im Wald nicht genug Laub geräumt wurde, ne? Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Klimawandel und so weiter, nee. Da muss einfach nur jemand das Laub wegnehmen und dann geht das. Dann brennen die Wälder auch nicht mehr. So. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt noch Mango Spector hier einsetzen könnte. Um solche Sachen noch ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Okay, das Duflor ist auf jeden Fall ein hartes. Egal, wir kriegen es trotzdem kaputt. Boing! Duflor! Duflor, das war's jetzt. Amelie hat leider reingeschießen. Und dafür kriegen wir zwei Superbälle, das finde ich cool. Sehr stabil. Oh, Tom der Wanderer ist unterwegs. Aber Tom der Wanderer hat sicher einen Kleinstein, deswegen changen wir hier mal. So, Sauglocke. Der Versager des Teams. IV werde so ungefähr bei 0. Du kommst mir gerade recht. Ich wollte gerade jemanden verprügeln, wa? Hallo? Dimitri. Ich mag ja Dimitri gerne den Namen, ne? Aber ich mag Dimitri noch lieber, wenn das erste I nicht da ist. Das ist Dimitri. Weißt du, so Misha-mäßig. Ja. Ich kann da auch mal einen, beziehungsweise Nachbar, der... Ich habe immer nur gehört, dass sie Dimitri gesagt haben und ich war immer sicher, dass das erste I nicht da ist. Und es ist wirklich so gewesen. Das existiert einfach nicht. So, hätte Sauglocke jetzt mal ein paar ordentliche IV-Werte, hätte es ohne nichts mit einem Schlag kaputt gehauen, aber das ist okay. Bist einzigartig und wertvoll. Jetzt aber 27, damit wird's doch. Okay, Rasierblatt, siehste, das ist doch viel besser. Hohe Volltrefferquote, direkt Rankenhieb weg, weil ist eigentlich auch nur noch Unsinn. So, Sauglocke hat Rankenhieb vergessen und Sauglocke erlernt er Rasierblatt. Zweiter Pluspunkt bei Rasierblatt, es greift beide gegnerischen Pokémon an, wenn du in einem Doppelkampf bist. Ja, und noch bin ich nicht geschlagen. Und wisst ihr, was die größte Regel im Doppelkampf ist? Nicht sich gegenseitig in die Augen gucken. So, das ist die Regel. Du erhältst einen Supertrank. Das finde ich fein. Rein in die Medizintasche. Ah, was ist hier denn? Verbindet Azuria City mit dem Felstunnel. Oh ja.
Diese Verbindung ist förmlich spürbar. Du findest einen Äther. Dann mal richtig schön einen abkapseln. Ach, hier geht's ab. Hier geht's ab. Den nehme ich mit. Fettes Tier. Aber da müssen wir jetzt erstmal ein paar Register ziehen, weil das ist nicht einfach. Hier, nimm erstmal die Beere hier. Ah, guck mal, ist immer noch dunkelorange. Großartig, sagt er. Eins. Zwei. Nee. Das war knapp. Auch wieder ein Affront, dass die Wirkung der Beere jetzt weg ist. Hat sie wahrscheinlich ganz schnell in der Kapsel aufgegessen. Was ist denn da los? Fettes Tier. Gut. Natürlich gut. Ja! Ich muss jetzt der Katzen eben ein Foto schicken. Ich hab's geschafft. Ich muss es jetzt erstmal zeigen. So, Foto. Ja, ja, 915 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Wutknolle, Level 22. Bodycheck, aber das glaubst du doch wohl selber nicht. Hier wird's selbstverletzendes Verhalten, kann ich hier überhaupt nicht gutheißen. So, Foto ist gemacht. Kriegt sie jetzt. Ich hab's geschafft. So. Wiese ist gemäht. Scharnierer ist ein Ei-Pokémon, 1,1 Meter groß, 34,6 Kilo schwer und Scharnierer ist sehr warmherzig und freundlich. Es kümmert sich liebevoll um verletzte Lebewesen, indem es seine nahrhaften Eier mit ihnen teilt. So ähnlich wie Fuki. Er ist der Bumking. Mein süßes Käfer-Pokémon, los zum Angriff! Oh ja, Lauritz. Lauritz. Lauritz, du bist jetzt der König hier. Lauritz, auf dich haben wir alle nur gewartet. Mit deinem Paras hier. Das bringt alles nichts. Ich versuche mal Säure. So. Spucken wir das einfach mal an. Das, siehst du, so geht's doch auch. So geht es auch. Einfach volle Möhre effektiv und fertig. Lauritz, da guckst du. Mein Käfer-Pokémon. Oh, jetzt habe ich aber so. So, bin so traurig. Nehmen wir mal Team. Ich paar mal Exenboy auf die Pole-Position. Exenboy kommt einfach immer. Der ist so eine Schläferzelle, ne? Der hat eigentlich. Warte mal, Nidoran weiblich haben wir noch nicht. Da haben alle eigentlich gesagt: Nee, den will ich nicht, den möchte ich nicht. Wie so ein Underdog-Charakter in irgendeiner Serie. Wie wenn der Schwarze bis zur dritten Staffel Walking Dead durchhält. Das hätte niemand gedacht. Aber T-Dog war cool. Warum haben die den abgesägt? Der hätte jetzt immer noch Spaß gehabt. Ich fand T-Dog in Ordnung. Man sagt ja, in Horrorfilmen sind die immer die Ersten, die dann glauben. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Das finde ich super rassistisch. Ich finde, das gehört sich nicht. So, Exenboy Level 22. Ja, Mann. Der Bizeps wächst und wächst. Für Nidoran weiblich wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Nidoran weiblich ist ein Giftdorn-Pokémon, 0,4 Meter groß, 7 Kilo schwer und es hat ein sanftes Gemüt und meidet den Kampf. Doch da aus seinem kleinen Horn Gift austritt, ist trotzdem Vorsicht geboten. Das sieht ein bisschen aus wie Minerva, gebe ich zu. Die guckt auch immer so verschmitzt und dann, weißt du, die hackt was aus. Dann hat sie oft keinen Bock auf dich und baut sich erstmal einen Sichtschutz. Ja, solche Sachen passieren. Ich meine, das ist ja auch ihr Haus. So, ist hier unten noch was? Ja, Tom der Wanderer. Ist natürlich geil, dass ich jetzt mit Glutexo... Oh, 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 da lese ich mein Zeug. Glutexo, gegen den ihr antrete. Hm, Rudolf. Ach, Mann. Rudolf. Was geht ab, Rudolf? Erzähl mir mal was von Salbei. Kann ich das einfach anzünden? Soll ich das mal machen? Sonst habe ich das immer gemacht. Da habe ich gesagt, ja, komm, ey. Hier, Typnachteil interessiert mich eigentlich so gar nicht. Los, anzünden. Und es hat immer ein gutes Gefühl hinterlassen, finde ich. Jedes Mal. Weil, aha! Ja. Der GG, Junge. Hätte ich ja gar nicht wechseln müssen. Ein Volltreffer, das finde ich unfair.
du bist Level 29. Noch ein Kleinstein. Ja, das wird jetzt aber fair besiegt, ne? Nicht so eine, so ein Blödsinn da mit Finale und so weiter. Das ist schon Schummeln, finde ich. Jetzt wird's erstmal hier Siedewasser. Ach, guck mal, Geduld. Ist noch besser. Nur, dass du es niemals einsetzen werden kannst, weil du direkt abgebrüht wirst. Brut. Lutschhülse. Noch ein Kleinstein. Ah, jetzt geht er in die Vollen. Beim dritten Kleinstein soll es dann klappen. Verstehe ich den Gedanken. So. Und es ist kaputt. Lutschhülse. Ich komme immer noch nicht auf diesen Namen klar. Hoho, wie scheint, habe ich verloren. Hohoho. So, und wie scheint, ist die Folge jetzt wieder vorbei. Hohohohoho.